Guten Morgen aus Dubai. Ich bin hier gerade im Hotel beim Frühstücken und die meisten wissen es schon, ich bin nicht zum Urlaub machen hier, sondern ich bin hierher ausgewandert. Und dementsprechend natürlich ergeben sich extrem viele Fragen, wieso ich gerade hier ausgewandert bin, was ich hier mache, und im Laufe des Videos werde ich euch diese Fragen auch beantworten und euch so ein bisschen durch meinen Tag nehmen. Wir warten auf unsere Emirates-IDs, auf unsere Ausweise. Der Prozess ist quasi so, dass wir gerade im Hotel leben, uns ein neues Hotel suchen müssen, weil wir noch keine Wohnung finden können, ehe wir nicht wirklich komplett eingewandert sind und noch kein Bankkonto haben. Mein Frühstück sieht hier so ein bisschen trist aus, aber ist es nicht. Das ist eigentlich nur Porridge mit etwas Honig drin, denn das Buffet ist nicht ganz so nach meinem Geschmack zum Frühstücken. Außerdem habe ich keinen Bock, mir unendlich viele Kalorien reinzuhauen. Deswegen habe ich hier eigentlich ein paar Ballaststoffe drin, ein bisschen Süße durch den Honig und einen Kaffee mit Hafermilch, die Rebecca extra schon vorher besorgt hat. Ich wollte eigentlich einen coolen Zeitreffer aufstellen. Es ist mir aufgefallen, dass ich in 2 Minuten fertig gegessen habe. Da ist 0 Protein drin. Deswegen müssen wir gleich zu Hause etwas nachstocken mit Eiweiß. Zu Hause im Hotelzimmer. Na danke. Bin auf Diät. Ich habe hier meine ganzen ASN-Stuff dabei. Aber nur einmal Designerway, einmal Isoclear und meine ganzen Daily Subs. Genauso wie so ein bisschen Booster-Stuff. So diesen Ironman Shaker musste ich mir kaufen. Für satte 9 Euro. Und es ist echt eine gute Qualität. Also der roch nicht nach Plastik. Genau, weil ich meine ganzen Shaker zu Hause vergessen habe. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier 2 volle Scoops Eiweißpulver rein. Früher habe ich mir immer ultra Stress gemacht, an solchen Hotelbuffets einfach so Proteine irgendwie reinzuholen, eiklar zu essen und so. Jetzt denke ich mir einfach, komm, isst du unten dein Porridge, teilst es ein bisschen auf, holst dein Eiweiß hier rein, schmeckt genauso, also schmeckt viel besser. Und man hat sich Stress gespart. Aber auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal ein bisschen meine Bude hier. Also dazu muss man sagen, wir hatten vorher ein Apartment, das hat wirklich gestunken. Und wir haben das für 3 ganze Wochen gebucht gehabt, auch schon bezahlt gehabt und mussten es dann stornieren. Nach einer Nacht haben wir dann quasi entschieden, wir müssen was wechseln, haben uns ein Hotelzimmer gewählt, weil Airbnb ist immer wirklich riskant. Feuchtigkeit und so und die ganzen Bewertungen, manche haben auch keine Bewertungen, sehen aber gut aus. Ist ein bisschen risky. Jetzt haben wir ein Hotelzimmer und wir haben sogar ein Upgrade bekommen. Also wir haben so ein Superior-Zimmer bekommen, was riesig ist. Und wir haben auch wirklich sehr, sehr viel Gepäck. Also das ist quasi der Wohnbereich mit einem extrem schönen Bett. Ein Fernseher, der, weiß nicht, den benutzen wir nicht. Der Ausblick hier ist wirklich unglaublich. Also wenn man sich überlegt, wir sind gerade im 56. Stockwerk. So, hier haben wir eine kleine Durchreiche. Das nutzen wir aber nicht, weil es so ein bisschen Privatsphäre einschränkend ist. Ja, also ich bade auch nicht gerne in Badewannen, die schon 1000-mal bebadet worden sind. Ja, auf jeden Fall trotzdem extrem cool. Sehr groß, Regendusche. Das Coole ist, die haben sogar ein Fußbad neben der Toilette. Also kann man sich da wirklich schön die Füße waschen. Und das Krasseste natürlich mein Bereich. Das ist es nicht. Dieser Bereich, der gehört Rebecca. Komplett. Was auch immer da alles dran ist, drin ist. Wir haben das meiste an unserem Gepäck an Gewicht ist ihre Kosmetik und ihre Schminke. Man darf nicht vergessen, die ist auch selbstständig, arbeitet damit. Aber es ist trotzdem krass. Das ist mein Bereich. Ich habe mir dieses Haar hier geholt, weil das hat so eine coole Schraffur hier oben. Das ist die Frisur, nach der wir alle streben. Das reicht mir eigentlich. Ich habe meine Parfums, ich habe meine Sonnencreme und mein Achseldeo. Gibt es noch ein anderes Deo? Intimdeos? Ja, Intimdeos. Und Aftershaves. Ja, die Couch ist auch sehr bequem. Das Problem ist einfach, man rutscht nach vorne, wenn man sich raufsetzt. Bisschen blöd, weil man kann die nicht so gut essen. Der Tisch ist einfach so klein. Aber ja, es funktioniert schon irgendwie und das ist jetzt das, wo wir uns seit einer Woche ungefähr aufhalten. Wir müssen aber jetzt gleich nach einer neuen Unterkunft suchen, weil wir hier auch wieder raus wollen. Einfach um was anderes zu sehen, andere Orte, andere Gegenden. Warum bin ich eigentlich ausgewandert? Eigentlich lag die Interesse auszuwandern schon 10 Jahre zurück. Ich wollte schon immer irgendwo am Strand leben, irgendwo an einem Ort, wo es warm ist. Mir gefällt der Winter einfach nicht. Und irgendwann hat man halt diesen Gedanken gesponnen und ich bin Profi-Bodybuilder geworden und wollte auch mit diesem Ziel eigentlich in Amerika leben. Wollte eigentlich diesen Lifestyle dort leben, auf die Mr. Olympia-Bühne gehen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Mr. Olympia-Bühne gewesen und bin auch nicht hier, um auf die Mr. Olympia-Bühne zu gehen. Aber ich bin hier, weil ich ja, etwas Neues ausprobieren möchte und ich weiß, wie Deutschland ist. Und was ich überhaupt nicht mag, ist diesen Vergleich zu Deutschland. Und es geht mir eigentlich gar nicht darum, dass ein Ort schlecht genug sein muss, um irgendwo hinzugehen, sondern ich wollte schon immer woanders hingehen. Und die Vorteile sind halt da. Also man hat keinen Winter. Es ist warm hier. Es ist gerade November und es ist draußen 34 Grad und ich finde es extrem angenehm für mich. Und man probiert neue Dinge und man kann auch nicht irgendwie voraussetzen, dass man alles weiß, bevor man es probiert hat. Deswegen bin ich jetzt hier gelandet und bin auch wirklich sehr froh darüber. What the fuck? Guck mal.
könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist zu verstehen, dass es hier einfach 34 Grad ist und ich noch letztens irgendwie vor einer Woche eine Jacke tragen musste. Ganz, ganz schwer zu realisieren, dass man hier wirklich leben bleibt. Aktuell fühlt sich das irgendwie nicht ganz nach Urlaub an, weil man im Hotel lebt und sich um andere Sachen kümmert, die firmentechnisch sind. Man kümmert sich um andere Wohnungen, die man dann irgendwie mieten möchte. Also man ist irgendwie zwischen Urlaub und zwischen Leben hier. Man versucht sich wirklich vorzustellen, wie das ist, hier zu leben, aber es ist ganz, ganz schwierig. Aktuell versucht man eigentlich nur zu genießen, was man hat und sich irgendwie anzupassen. Aber wisst ihr, was ich wirklich schade finde? Das ist so ein bisschen diese Cancel Culture. Ich bin seit so vielen Jahren auf Social Media, auf Instagram, auf YouTube unterwegs und ich helfe so vielen Leuten kostenlos. Ich helfe beim Ernährungsplan, beim Trainingsplan, bei Anpassungen und ich versuche immer Tipps zu geben, zu motivieren. Aber kaum treffe ich eine Entscheidung, die mein privates Leben betrifft, dann wird man gecancelt. Von den gleichen Leuten, die dankbar sind für die Tipps, kriegt man den größten Hate dafür. Das ist echt traurig und echt schade. Sollte aber euch oder auch mir das Learning mitgeben, dass man es niemandem jemals recht machen wird, außer sich selbst. Ich habe die Entscheidung, nach Dubai zu gehen, wirklich ausgiebig getroffen. Und seit 4 Jahren habe ich es im Kopf und wirklich viele Dinge hinterfragt und auch viele Dinge für mich beantwortet bekommen. Das heißt nicht, dass ich alles weiß oder dass alles perfekt hier ist oder dass ich irgendwie irgendwas vertrete, sondern ich versuche, Erfahrungen im Leben zu sammeln. Und wer das nicht versteht, es ist einfach schwierig. Es ist schwierig, mit Ignoranz zu kommunizieren. Und eine Sache, die ist ultra wichtig, Kommunikation. Wenn Kommunikation aufhört, dann beginnt es, einen Streit zu geben. Dann entstehen Fronten und dann wird es gefährlich, weil dann kommen wir nicht weiter und dann bauen wir Hass auf. Wenn wir aber kommunizieren und es vielleicht gegenseitig Fragen beantworten oder auch gegenseitig, unterstützen und einfach merken, okay, es gibt andere Meinungen, das ist in Ordnung, dann kommen wir voran. Und genau für diese ganzen neugierigen Menschen, die kommunizieren wollen, genau dafür ist so ein Vlog da. Einfach, dass ihr mal seht, wie so ein Tag hier aussieht, wie der Prozess aussieht, was drumherum aussieht. Einfach, weil es interessant ist. Und am Ende des Tages weiß man nicht mal, ob man für immer hier bleibt, ob es danach irgendwo anders hingeht. Deswegen, nichts im Leben ist fix und für nichts sollte man sich auch rechtfertigen müssen. So, wir gehen jetzt zum Mall, weil Rebecca unzufrieden mit ihren Postbildern ist. Sie hat das mit ihrem Handy geschossen gehabt. Und ich habe meins bei DM machen lassen mit ihr. Aber ihr war auch ein bisschen unscharf, deswegen hat sie es improvisiert und die wurden abgelehnt bei ihr. Und jetzt fahren wir auch mit der Metro. Wir sind sonst wirklich immer mit dem Taxi unterwegs. Aber Taxi in Dubai ist echt heftig. Es ist so voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die Wege dauern einfach teilweise länger. Was hier auch cool ist, ist, dass die Kalorien sehr, sehr oft an den Mahlzeiten draufstehen. Wenn man sich eine Bowl zum Beispiel kauft, ganz oben 520 Kalorien, 22 Gramm Eiweiß. Gar nicht so schlecht. Finde ich ganz cool. Sollte es überall geben. So, es ist diese Bowl geworden mit, glaube ich, knapp 520 Kalorien. Ich blende euch mal kurz die Makros hier ein. Ist ganz geil eigentlich. Für 47 Dirham, das sind, glaube ich, so ungefähr 12 Euro. Also wie in Deutschland. Aber es ist auch eine große Portion. Also wirkt vielleicht ein bisschen kleiner aufgrund des Weitwinkels in der Kamera. Wie schwierig ist eigentlich der Prozess der Auswanderung? Wir haben eine Kanzlei, die uns bei der Auswanderung unterstützt und uns bei der Firmengründung in Dubai unterstützt. Also auf der Seite sind wir auf jeden Fall schon wesentlich sicherer. Aber ich habe eine Firma abgemeldet, habe mein Gewerbe abgemeldet, habe die ganze Wohnung, die ganzen Möbel verkauft, alle über Kleinanzeigen und die ganzen Prozesse einfach, die dazugehören. Ansonsten die Einwanderung hier super leicht. Du kommst an, machst am nächsten Tag einen Medical Check, also checkst deine Gesundheit erstmal. Danach, am nächsten Tag, kannst du schon direkt dein Visa anmelden gehen. Und ja, eigentlich geht alles über WhatsApp hier. Der Prozess an sich ist gar nicht so schwer. Ich dachte wirklich persönlich, es wäre schwerer. Und es hat mich wahrscheinlich auch früher schon daran gehindert, es nicht noch früher zu machen. Also hingekommen sind wir für knapp 1,50 Euro. Zurück kommen wir jetzt mit dem Taxi für ungefähr 10 Euro. Aber die Bahn ist am Abend so unglaublich voll, das kann man sich nicht vorstellen. Und dieses Reingequetsche, das ersparen wir jetzt einfach. Aber hinfahren ist wirklich mega entspannt. Ist auch voll die schöne Aussicht aus der Bahn und sowas. Aber ja, aber der Taxifahrer fährt gerade wie, als würde er eine Rallye fahren, als würde er irgendwas gewinnen müssen. Mir ist so schlecht geworden, das könnt ihr gar nicht glauben. Es ist Zeit fürs Training im Hotelgym. Ich muss mich erst nur eine halbe Stunde von dieser Taxifahrt erholen. Mir ist wirklich immer noch so schlecht, aber jetzt geht's halbwegs wieder. Und wir haben so ein kleines Hotelgym mit ein paar coolen Geräten, so Multifunktionsgeräten, wo man aus einer Brustpresse eine Schrägbank machen kann und ebenfalls eine Schulterpresse. Das sind aber sehr, sehr coole Maschinen. Die schauen wir uns gleich mal an. Heute ist Push geplant, also ich mache wirklich Brust, Schultern und Trizeps, ziehe das Ganze ordentlich durch im Hit-Style und mache daraus wirklich ein sehr gutes Training. Ich habe in Berlin wirklich relativ wenig trainiert gehabt die letzten Wochen und es war auch echt nervig und schade, weil ich so wenig Zeit hatte, nicht mehr mobil gewesen bin, aber jetzt holen wir uns das hier langsam zurück und ich freue mich auch wirklich sehr, wenn dann die Routine da ist und ich auch wirklich irgendwo ein Homegym habe, wenn ich weiß, wo ich wohnen werde und was es in der Umgebung so gibt. Schaut euch mal bitte ganz kurz an, wie krass diese Stadt bei Nacht aussieht. Was stand eigentlich noch zur Auswahl und warum ist das Dubai geworden? Es standen natürlich noch andere warme Länder zur Auswahl, die auch in und um Europa herum liegen, wie zum Beispiel Zypern, Spanien, Portugal, alles Länder, die so bekannt sind.
und auch vielleicht gar nicht so schlecht gern, aber ich bin häufiger in Dubai gewesen. Man hat so eine Verbindung dazu und man kriegt auch relativ viele Informationen. Also man weiß, es ist nicht so schwer, weil viele es gemacht haben. Also ist der Zugangspunkt auf jeden Fall leichter. Vor allem Aspekt Sicherheit. Also du kannst wirklich dein Portemonnaie draußen hier liegen lassen, du kannst dein Handy liegen lassen, es kommt immer wieder zurück. Du kannst dich auch sicher fühlen draußen. Das Wetter ist all year round heiß. Im Sommer natürlich verlassen viele Dubai und gehen zurück in ihre Heimatorte, weil sie wissen, dass es dort einfach angenehmer vom Klima her ist. Und wie wir das machen werden, weiß ich nicht, weil ich noch nicht weiß, wie heiß es im Sommer wirklich ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir im Sommer dann in Europa wieder sind. Aber wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, das Wetter, also wir haben die Sauberkeit, wir haben die Sicherheit und natürlich haben wir auch den Vorteil der Steuern. Wo viele sagen werden, ihr sagt, sei doch ehrlich, es liegt nur an den Steuern. Natürlich ist der steuerliche Aspekt ein wichtiger Aspekt. Viele Menschen gehen für Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Also ich meine, Steueroptimierung ist ein Ding, weil man Geld verdient und Geld abgibt. Und irgendwo muss man sich auch fragen, okay, liegt es denn wirklich nur daran? Aber es tut es nicht, weil wenn es daran liegen würde, wäre ich schon vor vielen Jahren ausgewandert, wo ich auch an anderen Positionen war. Und bin ich aber nicht. Ne? Also mir geht es nicht darum, dass das so ist, sondern wenn man schon irgendwas probiert und irgendwas hinwagt, hat man zumindest hier eine finanzielle Komponente, die ebenfalls noch mit Sinn macht. Und deswegen ist es Dubai geworden. Ja? Also ist ganz einfach. Ebenfalls kam häufig die Frage, wie viel Geld man eigentlich in Dubai braucht, um ein gutes Leben zu führen. Und ich finde diese Frage alleine schon schwer zu beantworten auf Berlin bezogen, weil die Frage ist ja für jeden, was ist ein gutes Leben und was definiert man damit? Und persönlich betrachtet kann man hier sagen, es gibt wirklich alles. Also es gibt von ein sehr günstiges Leben. Also man braucht sich gar nicht denken, dass Dubai irgendwie nur Gold und Glanz und Lambos sind. Aber es gibt halt auch Viertel in Dubai, die genauso wie Bezirke in Berlin zum Beispiel, wie zum Beispiel Dera. Dera ist ein Bezirk, da leben auch viele Arbeiter. Das ist extrem günstig. Also da kann man essen gehen für 1 bis 2 Euro für eine extrem große Mahlzeit. Und man kann auch günstig Klamotten kaufen gehen. Die Möbel hier sind auch extrem günstig. Aber auf der anderen Seite hat man halt eben auch Spots, die sind brutal teuer. Also da gibt es auch Mieten für 160.000 Euro im Monat. Also das kann man sich ja auch wirklich schwer vorstellen. Aber gibt es, ne? wird auch gemietet scheinbar. Und ja, aber man kann trotzdem ein ganz normales Leben führen. Also ich glaube auch, als Deutscher kann man sich eigentlich auch ziemlich den gleichen Lifestyle mit ähnlichem Geld hier finanzieren, wenn man natürlich halt weiß, wohin man geht. Ne? Ganz klar, weil wenn man vorher, sag ich mal, im Randbezirk gelebt hat und danach in die Stadt zieht, wird es ja auch teuer. Und hier gibt es auch Randbezirk und Stadt. Also man muss da immer ein bisschen abwägen. Und auch alles drumherum ist auch ähnlich teuer, wie zum Beispiel ein Handyvertrag. Also wir haben jetzt im Jahr im Voraus gezahlt. Das macht man hier so auch bei der Miete. Man kann das Ganze im Voraus zahlen, dann wird alles günstiger. Fürs Handyvertrag haben wir sozusagen runtergerechnet im Monat, glaube ich, 40 Euro gezahlt. Fitnessstudio-Mitgliedschaften sind im Durchschnitt teurer, aber ich glaube, das nutzen die auch ein bisschen aus, dass Dubai gerade ein bisschen voller wird. Aber auch da kann man ungefähr 50 Euro im Monat planen für ein gutes Gym. Krankenkassen zum Beispiel, da gibt es gewisse Kategorien von Standard bis Premium und Premium ist auch gar nicht so teuer. Also vor allem, wenn man selbstständig ist und die Krankenversicherungsbeträge bis in den Tausenderbereich reingehen, bleiben sie hier fix unter 400 Euro, 500 Euro und dann ist man komplett versichert. Also es ist ähnlich. Es ist wirklich, wirklich nicht kompliziert und ich finde halt dadurch, dass so viele Fragen gestellt werden, scheint es in den Köpfen sehr komplex zu sein, aber das ist es gar nicht. Also ich möchte euch mal abholen, da ist es wirklich nicht so krass. Aber wenn ihr wirklich Fragen dazu habt oder ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das bleibt natürlich weiterhin ein fitnessbezogener Kanal, aber natürlich lebt man ja auch. Ne? Also wenn man da schon Fragen und Interesse drin hat, dann finde ich es schade, wenn man es nicht beantwortet. Also stellt mir gerne eure Fragen. Ich freue mich. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt, mich oder uns bei meinem Tag zu begleiten und freue mich drauf, euch auch mehr zu zeigen, wenn die Routine da ist, wenn eine Wohnung da ist und es dann auch mal richtig langsam losgeht. Also Freunde, bis zum nächsten Vlog. Macht's gut.